Hallihallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, das Foxy. Wie man sieht, wir spielen Portal 2. Portal 1, also Portal oder Portal 1, je nachdem, wie man sagen will, habe ich ja sozusagen erst mein allererstes Let's Play überhaupt gespielt. Ich gebe zu, es ist total schlecht, aber man beginnt immer irgendwann mit irgendwas und naja, man kann ja nicht gleich der Beste in allem sein. Nee, jedenfalls, das Spiel ist komplett blind, weil ich da noch nie irgendwie dran war. Und es hat auch ewig gedauert. Also ich habe das schon lange und ich wollte es eigentlich schon lange spielen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich werde jetzt gleich mal ein neues Spiel beginnen. Quatschen kann ich ja dann immer noch. Also ich habe nur mal kurz angetestet wegen Audio. Ich habe eigentlich 3 Minuten angehabt, maximal. Nur, dass ihr es wisst. Ich kenne gar nichts. Ich habe auch kein Let's Play gesehen oder sonst irgendwas. Ich bin total unwissend. Deswegen wird es ewig dauern, das Let's Play. Weil ich so schlecht bin. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Jo. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auch den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. So, jetzt darf ich wieder reden. Ich habe das jetzt nur mal kurz mitgemacht. Ja, ich bin mit der Audio noch nicht ganz so... Also ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich habe es zwar extra getestet, aber so ganz 100% zufrieden bin ich nicht. Mal schauen, wie es dann in der Aufnahme letztendlich ist. Und wir sind in einem Raum. Und an alles, was ich mich noch bei Portal erinnern kann, also dem Vorgänger, ist am Ende, dass wir, glaube ich, draußen waren. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Deswegen weiß ich auch nicht, wo wir jetzt wieder anscheinend hier sind. Ob wir nur drin sind oder nicht, ist ja egal. Und es sieht alles total ranzig aus. Keine Ahnung, ob das hier Standard ist. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Entwicklungscenter Hallo? Alle Tests machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst du... Nein? Kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Nun mach schon die Tür auf! Das ist so aggressiv. Hallo, mein Freund. Mach doch mal die Tür auf. Und schreiben Sie uns einen Brief. Viel Glück. Ja, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Wieso... wieso ist das alles so oll? Ich dachte vorher schon, es ist eklig, aber... Hä? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Ich finde ihn irgendwie süß. Vor allem, weil der ja die Stimme... Apfel. Ja, ich mach schon hier.
Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Hä? Was ist hier los? Oh nein. Oh Gott. Alter, Alter. Ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ja. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Wieso bin ich dann wach? Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Oh. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Keine Ahnung. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Okay, ich bin bereit. Glaube ich. Autsch. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Da ist ein Baum. Versuch es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Lass mich doch raus. Da ist ein Baum. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay. Ich dachte, wir wären draußen, aber... Okay, los geht's. Ja, ich gehe schon. Okay. Weiter, direkt durch das Loch da. Hallo und erneut Geil. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. String! Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ich sehe auf jeden Fall noch so aus wie vorher, glaube, wie im anderen Teil. Und ich kann immer noch sagen, dass die Frau aussieht wie ich. Lustig. Das ist ja wie ein Déjà-vu, nur mit mehr grün Zeug. Übelst geil. Aber hier muss ja irgendwie sehr viel Zeit vergangen sein. Irgendwas ist hier falsch gelaufen, oder? Tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Okay. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Geschafft. Ja, der Fahrstuhl. Alter. Was ist denn hier passiert? Erstmal rein. Ich bin gekonnt überrascht. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Das ist so eklig. Aber ich finde diesen kleinen Roboter übelst süß, vor allem weil er die Stimme von
dem Schauspieler von Iron Man hat, dessen Namen ich mir nie merken kann. Robert? Irgendwas? Okay. Hier hätten wir auf jeden Fall erstmal einen Würfel. Das ist übelst cool. Ich kann mich selbst beobachten, ich finde das so geil. Okay, ich habe einen Würfel. Das heißt, ich muss jetzt hier rein. Würfel? Komm mit. So, und jetzt noch durch das letzte. Übrigens, ich glaube zwar nicht, dass es irgendjemand stört, aber ich kenne das von meiner Freundin, die sich immer wundert. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind ihre Tests unbeaufsichtigt. Umso besser. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Lol. Nee, jedenfalls wollte ich sagen, meine Freundin wundert sich immer, warum ich so eine sehr sensitive? Na, auf jeden Fall, meine Maus ist sehr schnell und ich brauche das. Also ich weiß, sie spielt eine sehr langsame Maus, womit ich echt nicht klarkomme. Bei mir muss alles sofort funktionieren, wenn ich mich drehe. Lol, okay. Aber ich glaube, das interessiert hier niemanden. Ich glaube, jeder spielt mit einer schnellen Maus. Ich könnte nicht verstehen, warum nicht. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Geil. Geil. Mit Leopardenmuster. Richtig Hammer. Hammer. Ich bin übrigens sehr schlecht bei diesen Rätseln, ne? Und vor allem, weil es jetzt blind ist. Ich meine, Portal 1 habe ich nicht... Ah, da, du bist da, hier wieder da. Okay. Ja, muss ich ja. Oh, endlich bin ich nicht mehr alleine hier. Schau dich ruhig um. Nein. Ja. Okay. Ich bin gerade selbst überrascht, dass ich das überlebt habe. Naja, gut. Ich nehme es einfach mal hin, ne? Ach, da liegt sie ja. Cool. Gibt es hier schöne Bilder? Sehr verpixelt auf jeden Fall. Okay, das ist interessant. Mhm. Ach Mensch, hier ist doch hier, oh Gott, peinlich, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie hieß sie nochmal? Oh Gott. Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht drauf, tut mir leid. Das wird bestimmt wiederkommen. Ich glaube nicht, dass die weg ist. Die wird bestimmt noch da sein irgendwo. Yay! Haben wir Portalgang? So. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich. Okay. Nun kann ich eigentlich nicht reden. Aber das Grün ist hübsch. Das macht alles viel schöner. Finde ich. Ach, das bin ja ich? Lol. Wer hat das gemalt? Komisch. Mehr und ich kann mir wieder irgendwas mitnehmen. Oh, ich liebe solche Spiele, wo man Dinge mitnehmen kann. Das Glas sieht so cool aus. Oh mein Gott.